Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal XR Control mit einem neuen Video zum 10 bzw. 12 Watt Laser von Atiza, dem Modell P10. Moderiert wird das Ganze wieder von mir, The Incredible Fred. Das Video, welches ohne Zwang und aus freien Stücken erstellt wurde, dient der Freizeitgestaltung, ohne dass irgendwelche Einnahmen vom Hersteller oder YouTube generiert werden. Der Kanal ist noch nach wie vor nicht monetarisiert. Was YouTube allerdings nicht davon abhält, selber Werbung zu schalten und sich die Kohle in die Tasche schiebt. Aber gut, das ist der Deal, ich kann damit leben und irgendwie müssen ja die 2-12 YouTube-Server plus 2-3 Angestellte auch bezahlt werden. Wie auch immer. Wenn ihr die Links unter dem Video verwendet, unterstützt ihr diesen Kanal. Vielen Dank dafür. Das Gerät wurde mir von Z-Banks direkt vom Hersteller für das Review zur Verfügung gestellt. Boah, schon wieder so ein 10-Watt-Laser, höre ich da rufen. Ja, stimmt. Aber im Vorfeld hatte ich meinen Z-Banks-Kontakt gesagt, dass ich nur ein Review erstelle, wenn das Gerät irgendwas Außergewöhnliches hat, was es aus der Masse etwas heraushebt. Nun, sie sendeten mir die technischen Daten und die haben mich durchaus beeindruckt. Ich hatte ja schon einige Laser im Review, aber der Atiza liefert hier ein ordentliches Paket ab. Faktisch mit 90% Vollausstattung standardmäßig, was es so bei keinem anderen Hersteller gibt. 90% deswegen, weil das einzige, was zu 100% fehlt, ist leider ein Honeycomb. Da liefern sie nur eine kleine dünne Aluplatte mit, die nicht wirklich im Einsatz tauglich ist, weil sie einfach zu klein ist. Wo wir gerade von klein reden, und ich meine damit jetzt nicht das Gemächt des Moderators, der Atiza ist der größte Laser vom Gravierraum her, den ich bisher auf dem Tisch hatte. Sportliche 430x430 mm kann er lasern. Das ist schon ein ordentliches Brett. Fast Vollausstattung heißt, dass der Air Assist, das Rotary-Modul, Offline-Betrieb mit Touch-Display über die SD-Karte alles bereits im Standardpaket enthalten ist. So muss ein Paket geschnürt werden. Wie gesagt, fast perfekt. Was den Laser angeht, hier greift Atiza richtig tief in die Technikkiste. Der Laser wird als 10 in Klammern 12 Watt angegeben, was bedeutet, dass er im Bereich 10 bis 12 Watt alles wegbrezelt. Das ist bis zu 2 Watt mehr als die der anderen Hersteller im 10 Watt Bereich. Hinzu kommt ein mechanischer Aufbau, der durchaus Ehrfurcht auslöst. Ist der Komplettmetallrahmen aufgebaut, sieht sogar ein X2-Laser fast klein dagegen aus. Zum Teil werden 75x45 mm Profile verbaut. Der Brocken kann einem schon ganz schön Angst machen, wenn er vor einem steht. Das Ganze kostet dann auch noch weniger als bei den Mitbewerbern. Beim Hersteller direkt sind aktuell unter 800 Euro fällig und zum Beispiel bei Amazon ca. 900 Euro. Da liegen die anderen in der Ausstattung schon mal gerne bei über 1000 Euro. Interessant ist der Umstand, dass der Laser wie ein aufgepimpter Atomstack X10 wirkt. Die Geräte sind sich in bestimmten Bereichen derart ähnlich, dass man vermuten muss, dass einer vom anderen entweder abgeschaut oder für den anderen baut. Keine Ahnung. Seht ihr dann im Ablauf des Films. Wir fangen gleich mit der Rundumschau an. Viel Spaß mit dem Film und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Okay, dann schauen wir uns mal den Atiza P10 rundum ein bisschen an. Wie ihr sehen könnt, ist das ein richtig großes Gerät. Von den Tischgeräten her mit Sicherheit das größte, was ich hier auf dem Tisch hatte. Von den äußeren Abmessungen haben wir hier in Y 73 cm und in X benötigen wir 65 cm. Der Gravurbereich ist 430 x 430 mm und damit ist er der größte Tischlaser, den ich bisher auf dem Tisch hatte. Die anderen hatten immer so 400 x 400 oder 410 x 420 oder sowas in der Richtung. Der Aufbau von dem Gerät ist enorm massiv, also wirklich dieses rechtwinklige, fette Alu, diese ganzen Profile und so weiter. Ich finde, dass das ein bisschen sehr aufgedreht ist, was hier an Materialien verbaut wurde. Ich weiß nicht, ob das für einen normalen 10-Watt-Laser wirklich notwendig ist, aber gut, er ist so aufgebaut, wie er ist. Und was man von ihm definitiv nicht sagen kann, ist, dass er nicht stabil wäre. Also stabiler geht's kaum noch. Wir haben, wie gesagt, einen 10-Watt-Laserkopf, der bereits ein Air Assist komplett integriert hat. Das geht direkt durch den Kopf durch und der Schlauch führt dann zu einer mitgelieferten Air Assist-Pumpe, die regelbar ist, wobei der Hersteller hier ganz eindeutig schreibt, dass man nicht über 75% auf Dauer gehen sollte, weil das die Lebenszeit der Pumpe hier irgendwie beeinträchtigen würde.
Die Pumpe selber wird über ein Y-Stromkabel direkt an den Laser angeschlossen. Wenn wir uns mal das Display angucken, was abnehmbar ist und magnetisch an der Front hält, dann stellen wir fest, wer meine anderen Laservideos gesehen hat, der wird sehen, dass das alles sehr, sehr ähnlich ist zum Atomstack. 10 Watt Laser, das gleiche Display, der gleiche Inhalt. Ich gehe mal davon aus, dass die ganze Firmware zumindest rein technisch, vielleicht sogar der Laserkopf, weil das ja auch mit der Glasscheibe und so weiter so ähnlich ist, dass das von Atomstack stammt oder umgekehrt, keine Ahnung. Aber irgendwie sind die Geräte ähnlich. Auch rein technisch, die Elektronikbox und so weiter entspricht eigentlich dem, was wir vom Atomstack schon gesehen haben. Der Laserkopf hat einen festen Fokus. Den Fokus stellt man ein hier hinten an der Matte. Ich blende es jetzt gleich nochmal ein. Dort wird einfach mit dem Rad der Laserkopf gelöst. Dann kann man ihn in Z verfahren, bis er über dieses kleine Ärmchen zum Nivellieren auf das Objekt, was man gravieren will, aufstößt und zieht ihn dann hier hinten einfach mit einer Umdrehung fest. Sehr geil gemacht. Bestes Prinzip. Sogar fast noch besser als beim Atomstack 10 Watt Laser. Die Achsen laufen verdeckt in den Profilen auf Gummirollen, also keinen Linearantrieb wie bei einigen anderen Lasern. Von der Ausstattung her ist er faktisch zu fast 100% perfekt ausgestattet. Er hat, wie gesagt, die gesamte Air Assist-Geschichte, die hat er komplett mit bei. Ein komplettes Rotary-Modul mit bei, mit Auflage für konische oder für nicht exakt gerade Gegenstände, damit die also graviert werden können. Für die ganze Geschichte mit dem Rotary-Modul muss der ganze Laser natürlich ein Stück höher. Da gibt es dann hier solche Füße, die gegen die vorhandenen ausgetauscht werden müssen. Das ist ein bisschen blöd gemacht, weil man die vorhandenen Füße abschrauben muss, um die dann irgendwie drunter zu schrauben. Das hätten sie vielleicht ein bisschen anders lösen können. Ist ein bisschen viel Bastelei. Da muss man mal gucken, dass man das ändert oder ob man den generell irgendwie nur mit diesen hohen Füßen betreiben kann. Die Elektronikbox verfügt über einen Ausschalter, USB-Anschluss, den Power-Adapter-Anschluss, eine Micro-SD-Kartenanschluss und ein Notaus. Der Micro-SD-Kartenanschluss ist dafür gedacht, da liegt ja eine Karte bei, damit das Gerät komplett autonom arbeiten kann. Es muss also nicht zwangsläufig ein PC oder Laptop angeschlossen werden. Der Laser kann auch über WLAN betrieben werden, also über eine entsprechende App und kann damit also auch komplett autonom betrieben werden. Der Atesa P10 verfügt über Endschalter in X und Y, mechanische Endschalter, um also ganz eindeutig in Home fahren zu können in allen Achsen. Mitgeliefert werden ordentlich viele Handbücher, ordentlich viele Links ins Internet und so weiter mit Downloadmöglichkeiten, Empfehlung, Aufbau, Einsatzfunktion in Deutsch. Also das haben sie ganz gut gemacht. Da ist also alles komplett. Es gibt ein bisschen Mustermaterialien zum Lasern, eine Laserschutzbrille, USB-Kabel, Kleinwerkzeug und so weiter. Ist also eigentlich alles bei. Für den aktuellen Preis, den müsste ich jetzt einblenden, aber ich glaube, der liegt so bei 600-700 Euro oder sowas in der Richtung. Und damit ist er in der kompletten Ausstattung einer der preiswertesten 10 Watt Laser, die im Moment auf dem Markt sind. So viel zum Atesa P10 Laser. So, beim Zusammenbau vom Atesa P10 müssen als erstes mal die 4 Rahmenteile verschraubt werden. Dafür gibt es diese M4x12, 12 Stück. Damit wird das Ding rundherum jetzt erstmal zusammengebaut. Einfach erstmal grob zusammenschrauben. Passgenauigkeit wie auch beim Atomstack absolut hervorragend. Zieht alles sofort, muss man nichts groß drücken oder irgend sowas in der Richtung. Aber das war bei den letzten Lasern ja auch schon, dass die das echt mittlerweile im Griff haben, was die Präzision angeht. Die Teile flutschen auch super ineinander, als wenn der Hersteller das so vorgesehen hat. Natürlich ein entscheidender Vorteil, wenn man das Ding zusammenbauen muss, dass das alles passt. Und dann geht die ganze Geschichte hier auch relativ zügig vonstatten. So, dann ist der vordere Teil bereits dran. Dann drehe ich das Ding mal. In jedem Fall ist das ein extrem großer Laser. Ich glaube, es ist der größte, den ich bisher auf dem Tisch hatte. Das wird nachher ganz schön eng werden mit meiner Abzugshaube. Denn die anderen hatten ja bisher immer so 400 mal 400 oder sowas in der Richtung. 410, 420 war auch schon bei in einer Richtung. Und der jetzt hier mit 430 mal 430 oder irgendwie sowas. Das ist schon heftig. Speziell wegen diesen großen Lasergeschichten bin ich gerade dabei. Ein Freund von mir in Bonn, der baut mir gerade ein ganz spezielles Honeycam zusammen, was nämlich genau solche Größen auch berücksichtigt,
Ohne dass man da gleich 200 Euro ausgeben muss, um da jetzt so ein Honeycomb zu bekommen. Weil ab einer bestimmten Größe werden die Dinger richtig teuer. Gut, muss man nicht rumheulen, der Laser ist ja auch teuer, aber sag mal für so ein albernes Stahlgitter oder Alugitter, je nachdem. Und damit ist der Rahmen erstmal grundsätzlich schon zusammengeschraubt. So, im zweiten Schritt wird dann hinten die Zahnriemenspannung montiert. Das sind also rechts und links zwei Schrauben. Das sollten eigentlich 5x25 sein. Die existieren hier aber gar nicht, sondern 5x16. Ich gehe mal davon aus, dass das dann die sind. Eine andere Schraubenmöglichkeit gibt es hier nicht. Ich würde jetzt hier einfach mal in einer gewissen normalen Stärke einfach nur reingeschraubt, ohne... Ja gut, die Seite muss auf jeden Fall gespannt werden. Die andere war schon relativ gut gespannt. Während man hier reinschraubt, kann man hier innen drin den Zahnriemen so ein bisschen mal anfassen. Und dann ist der Schritt 2 auch erledigt. Dann wird auch schon die X-Achse aufgesetzt. Das ordentliche Kaliber hier. Und das wird einfach hier so raufgesetzt. Ja, schon eine ordentlich kantige Bauweise. Relativ lange Schrauben durch das ganze Gehäuse durch da oben. 4 Stück. Ziehe die jetzt erstmal nur so locker rein. Das war jetzt ein bisschen fummelig, aber machbar. So von der Optik her muss ich sagen, finde ich es ein bisschen arg kantig. Dann ist das auch erledigt. Jetzt wird das ganze Ding hier auf den Kopf gestellt. Und die Füße werden runtergeschraubt. Mit 5x6 Schrauben. So, die 4 Füße unten sind jetzt dran, soweit okay. Ich habe gesehen, hier sind noch 4 weitere Füße, wesentlich höhere Füße dabei. Die müssen rangeschraubt werden, wenn man das Rotary-Modul verwendet. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man erstmal die 4 Füße da abschrauben muss, um diese hohen Füße da ranzukriegen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also das finde ich blöd, dass man das da hin und her schrauben muss. Das ist so ein ziemlicher Aufwand, die Dinger hier unten ranzuschrauben. Aber gut, schauen wir mal. Dann wird die Gewindestange hier einfach durchgeschoben, von außen ins Gehäuse hier einfach komplett durch bis zu der Motorkupplung und dann auf beiden Seiten festgezogen. Damit ist das dann auch erledigt. Dann kommt auch schon das Lasermodul ran. Das wird hier einfach reingesteckt und hinten über die Fixierschraube festgezogen. Sehr geiles Prinzip. Mein neues Lieblingsprinzip, sehr geil. Eine Drehung, Kopf bewegen, einmal festziehen, das Ding ist fest. Perfekt. Noch besser als beim Atomstack. Ja, oder genauso gut. Ist ja ein gleiches Prinzip sozusagen. Zeige ich gleich nochmal im Detail. Ja, dann werden abschließend die Kabelhalter an der X-Achse und an einem Seitenprofil angeklebt, alle Kabel werden eingesteckt und das Display per HDMI-Stecker in die Elektronikbox gesteckt. Fertig ist der Aufbau. Insgesamt sollte man so circa eine Stunde kalkulieren. Die Aufbauanleitung dazu ist sehr ausführlich und weitgehend präzise. Um beim Artiser den Fokus einzustellen, gehen wir über das Objekt, was wir gravieren oder schneiden wollen, lockern hinten die Schraube für den Fokus, also für die Z-Höheneinstellung, klappen das Ärmchen aus, fahren den Kopf runter, bis er aufstößt, ziehen hinten an der Schraube den ganzen Laserkopf wieder fest, der ist jetzt fixiert, klappen das Ärmchen nach oben und die ganze Sache ist exakt fokussiert.
Kommen wir zum Gravieren und Schneiden mit dem Arteza P10. Wie erwähnt, kann man mit dem P10 auf unterschiedlichste Weise kommunizieren. Als Software kann man das kostenfreie Laser-GRBL oder besser Lightburn, für welches man eine Lizenz erwerben muss, verwenden. Lightburn gibt es auch als 30 Tage Testversion zum Ausprobieren. Ich empfehle hier definitiv Lightburn. Einfach die bessere Software macht das Laserleben wesentlich einfacher. Der P10 kann autonom über eine SD-Karte betrieben werden, per App über WLAN gesteuert oder per USB-Kabel direkt von einem PC oder Laptop. Ich selber verwende ausschließlich letztere Variante, da diese die maximalen Möglichkeiten bietet. Die verfügbaren Apps sind im Allgemeinen sehr einfach gehalten. Verwendet man eine solche App, muss die SD-Karte im Laser verbleiben, da sie als Zwischenspeicher verwendet wird. Auf der SD-Karte des Arteza P10 befindet sich wie beim Atomstack exakt die gleichen zwei Testdateien. Einmal eine Art chinesische Briefmarke zum Gravieren auf Holz oder Pappe bzw. Papier und ein Hund, der dann aus Pappe oder Holz ausgeschnitten wird. Im ersten Gravurclip wird diese Briefmarke auf Holz graviert, was natürlich keine große Herausforderung für den Laser darstellt. Dann sollte der Hund aus dem beigelegten 2 mm Testmaterial aus Holz geschnitten werden. Ebenfalls von der SD-Karte ohne angeschlossenen PC. Diese autonome Geschichte hat spätestens dann Vorteile, wenn man oft das gleiche graviert oder schneidet. Der Laser kann irgendwo stehen ohne PC und man legt ihm nur neues Material ein und startet den Vorgang über das Display. Den Hund habe ich zweimal ausgeschnitten, einmal ohne E-Assist und einmal mit. Vor allem das Bild am Ende zeigt deutlich den Unterschied. Obwohl ich den zweiten Schnitt falsch positioniert habe, ist dieser extrem sauber ohne Schmauspuren geworden. Der AirAssist am P10 funktioniert hervorragend, im Gegensatz zum integrierten AirAssist zum Beispiel beim Ortur Laser Master 3. Der ist da etwas unterlegen. Leider trifft das nicht auf den Kompressor des P10 zu, der ist relativ laut. Lauter als bei Ortur, X-Tool oder Skypefun. Aber auch hier ist das 2 mm Holz für den P10 natürlich nur Butter, die kein Hindernis darstellt. Als nächstes hatte ich eine kleine Testplatte geschnitten, aus 2 mm Lindensperrholz. Das verwende ich gerne für kleine Projekte. Es schneidet sich super mit dem Laser und ist trotz seiner 2 mm sehr stabil. Der P10 kann das Holz mit einem Schnitt unproblematisch filetieren. Aber ich sehe auch, dass ich an den Graviereinstellungen noch etwas schrauben muss. Es folgt ein kleines Experiment, was ich schon seit einiger Zeit durchführen wollte. Man sieht im Laserbereich mittlerweile häufig Objekte aus Holz, die gebogene Ecken und Kanten haben. Sehr interessante Geschichte. Aber wie kann man Holz biegen? Nun, man perforiert das Holz mit einer gewissen Struktur und lässt kleine Stege stehen. Das sorgt dafür, dass man Holz tatsächlich biegen kann. Funktioniert bis 5 mm Holzdicke und richtig gut bis 3 mm. Mein Beispiel war sofort ein Erfolg. Die Struktur habe ich in Lightburn gezeichnet. Es gibt da viele Ansätze, wie sowas aussehen muss. Meine Experimente dazu laufen noch.
Was man auch sehen kann, ist, dass ich den Air Assist zu spät eingeschaltet habe, daher hat die erste Bahn auch Schmorspuren. Auf jeden Fall ist das eine interessante Möglichkeit für neue Projekte. Gespannt, was der Arteezer mit 12 mm Multiplexholz veranstaltet, immerhin mit maximal 12 Watt, hatte ich schon einige Erwartungen, gab ich dem Laser in meinem Review erstmalig die Königsdisziplin im Holzbereich zum Fressen, nun es stellte sich sehr schnell Ernüchterung ein. Obwohl man sieht, dass der Laser mit Air Assist etwas tiefer schneiden kann, kommt er nicht über 6 mm Schnitttiefe hinaus, trotz langsamer Geschwindigkeit und 8 bis 10 Durchgängen. Ich weiß allerdings im Moment nicht, wie sich die anderen Laser bei Multiplex verhalten. Wie auch immer. Ich lasere maximal mit 95% und schneide nur das, was ich mit maximal 3 bis 5 Schnitten schneiden kann, bei einer Geschwindigkeit von mindestens 250 bis 150 mm pro Minute. Alles andere ist für mich unbrauchbar und unrealistisch. Natürlich wollte ich auch den üblichen Schnitttest mit Kiefernleisten durchführen. Die 5 mm Leiste schnitt ja wie alle anderen 10 Watt Laser in 3 Schnitten souverän durch. Kein Thema. Obwohl ich gehofft hatte, er würde das in 2 Durchgängen schaffen. Bei der 10 mm Kieferleiste sah es dann aber schon anders aus. Auch nach 15 Durchgängen fiel das abzutrennende Teil nicht ab. Merkwürdig war, dass der Laserstrahl bereits ab dem 5. Durchgang unter dem Holz zu sehen war, also komplett durch. Danach stellte ich fest, dass es nur ein winziger Span war, der sich nicht trennen ließ. Denn in der Hand fiel das Bauteil praktisch sofort auseinander. Ich gehe also davon aus, dass er 10 mm in 5 bis 8 Durchgängen schafft. Allerdings muss ich die 12 Watt so langsam anzweifeln. Den Test mit 12 mm Kiefer habe ich mir indes erspart. Personalisierte Kleiderbügel sind das Home-Living-Thema 2023. Also, so habe ich das beschlossen. Also mal versucht, was man da so machen kann, und ich finde, das ist eine witzige Idee, auch für ein ungewöhnliches Geschenk oder sogar Verkauf. Interessant ist, dass Holzkleiderbügel offenbar aus beliebigen Chargen Holz bestehen, daher das ungleiche Ergebnis auf der rechten und linken Seite der Kleiderbügelarme. Gut, waren jetzt eher preiswerte Bügel. Ich denke, ich werde euch dazu demnächst noch ein paar witzige Ideen zeigen können. Beim Gravieren von Schiefer war ich dann doch erstaunt. Obwohl ich die gleichen Einstellungen genommen habe wie bei allen anderen Lasern, nämlich 6000 mm pro Minute bei 60% Leistung, war die Gravur sehr viel deutlicher und tiefer mit einer enormen Schärfe. Sieht absolut hammermäßig aus. Offenbar macht sich hier doch die etwas höhere Leistung bemerkbar. Das Positionieren exakt über dem Mittelpunkt des Objekts ist allerdings grauenhaft, da man durch diese Spiegelscheibe in der Front faktisch nichts sehen kann. Jetzt kommt das Rotary-Modul zum Einsatz. Dazu müssen erst die großen Füße unter den Laser geschraubt werden. Sehr unpraktisch das Ganze, da die vorhandenen abgeschraubt werden müssen.
Ein schneller Wechsel geht also nicht. Da wird sich der eine oder andere eine andere Lösung einfallen lassen. Was dann auf dem Tisch steht, ist wahrhaft monströs. Ein Riesending das Ganze. Der Höhenbedarf steigt jetzt auf mindestens 30 cm. Gut, dass meine Abdeckung bis zu 40 cm geht. Danach wird dann das Kabel vom Y-Motor abgezogen und mit einer mitgelieferten Verlängerung an das Rotary-Modul angeschlossen. Erst dachte ich, so ein Scheiß, was soll das denn? Aber hinterher stellte ich fest, dass das die einfachste Variante ist, ein Rotary-Modul unter Leitbirne in Betrieb zu nehmen. Man muss nämlich absolut nichts einstellen. Alles funktioniert sofort. Das Rotary-Modul übernimmt ohne Einstellung den Y-Lauf. Sehr geil. Nur die Umsteckerei ist blöd. Das erste Objekt ist eine Papprolle, auf der mal testweise XR-Control graviert werden soll. Was auch sofort mit Standardeinstellung funktionierte. Im Handbuch steht bei Pappe 1000 mm pro Minute bei 40% Leistung. Das Ergebnis trägt dem Rechnung, die Einstellungen sind okay. Das Rotary-Modul funktioniert absolut problemlos. Das nächste Objekt auf dem Rotary-Modul war dann ein Vorratsglas für meine zweitbeste Burgersoße des Planeten. Als erstes wollte ich mal schauen, was passiert, wenn ich den Laser direkt auf das Glas loslasse. Nun, gar nichts. Wie erwartet geht der Laserstrahl nur durch, ist eben kein CO2-Laser. Dann habe ich die Oberfläche mit einem Kreidemarker schwarz gefärbt. Jetzt war der Laser in der Lage, seine Energie auf dem Glas zu entladen und gravierte meinen Text ganz ordentlich. Hätte ich die Innenseite des Glases ebenfalls geschwärzt, wäre das Ergebnis noch besser geworden. Ganz interessant und als Hinweis, dieser Kreidestift lässt sich auf Oberflächen mit Seifenwasser wesentlich besser entfernen als zum Beispiel erstaunlicherweise mit Isopropanol. Kommen wir zum Fazit für den Arteza P10. In der Tat. Das Gerät kommt fast in Bestausstattung, bis auf das Honeycomb ist alles dabei. Air Assist, Rotary Modul, Touch Display, autonomer Betrieb, gute Handbücher versüßen einem das Laserleben absolut. Der Arteza punktet mit sehr guter mindestens 10 Watt Leistung ohne merkbare Einbrüche. Technisch gilt hier faktisch das gleiche Ergebnis wie zum Atomstack X10. Interessant ist die enorme Schärfe, mit der der P10 graviert. Das hatte ich so noch bei keinem Laser. Von der Geschwindigkeit kann er mit dem extrem schnellen Ortur Laser Master 3 locker mithalten und das bei etwas höherer Leistung. Der mechanische Aufbau findet wohl im Moment keine Konkurrenz. Arteza schreibt, dass man den Rahmen mit über 200 Kilo belasten kann. Glaube ich sofort, das Monster vermittelt definitiv den Eindruck. Mein Kritikpunkt, dass man das Kabel des Y-Motors lösen muss, um es am Rotary-Modul anzuschließen, muss ich revidieren. Durch dieses Prinzip muss man zum Beispiel in Lightburn nichts weiter konfigurieren. Einfach Kabel umstecken und das Rotary-Modul funktioniert sofort. Im Nachhinein eine sehr gute Lösung. Ansonsten erledigt der P10 alle Arbeiten wie jeder 10-Watt-Laser auf dem Markt. Was mir weniger gefällt. Das Umschrauben der Füße, um das Rotary-Modul einzusetzen, nervt. Und zwar ordentlich. Blöde Bastelei hätte man anders lösen müssen. Die 2 Watt mehr nehme ich ihm nicht wirklich ab. Zwischendurch merkt man, dass er etwas mehr Leistung hat als ein anderer 10 Watt Laser, aber beim Holzschnitt liefert er nicht wirklich merkbar mehr ab. Dieses Sicherheitsfeature mit der Spiegelscheibe kurz über dem zu gravierenden Objekt macht ein punktgenaues Platzieren über dem Objekt zu einer Qual. Bis kurz vor der Unmöglichkeit. Die Anwender, die Millimeter genau positionieren wollen, müssen diese Glasscheibe entfernen, wie beim Atomstack. Unbrauchbar. Gut, von mir aus sehr sicher, aber praxisuntauglich. Das war's zum Arteza P10. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.